Da ist er, da ist er. Gott, das hat gedauert. Inhale my dong, motherfuckers. Willkommen zurück zu Five Nights at Fuckboys Teil 4. Nightmare Freddy ist unterwegs und wir werden jetzt den Purple Guy bashen. Den einzig wahren Purple Guy. Oh, ich bin gespannt auf den Kampf. Der ist wahrscheinlich heavy. Also das erste Mal, wo ich den gekämpft habe, I kill him. Hat er mich fertig gemacht. Aber jetzt mache ich ihn fertig. Die Musik ist so creepy. Die Musik ist so creepy. Oh, das ganze Bild sieht so richtig creepy aus. Ich finde, das passt sehr gut zum Purple Guy irgendwie. Okay. Also ich habe richtig krasse Skills reingehauen. Fast alles. Komm on. Paralysieren wir. Über. Und Nightmare Freddy ist tot. Und Chica ist tot. Ist es euer nicht euer Ernst, oder? Fuck. Der hat nicht mal so viel HP, aber der killt. Der killt. Der braucht einen Schlag, um jeden hier umzubringen. Das ist abgefuckt. Ich werde damit beschäftigt sein, Leute zu reviven. Und das ist schlecht. Das ist schlecht. Fuck. So, einer lebt wieder. Poison. Zweiter lebt. Danke. Okay. Das Poison haut gut rein. Das Poison haut gut rein. Wenn ich jetzt noch diesen Combo hinkriege, dann kann es was werden. Mit dem Combo kann es was werden. So, reviven. Irgendjemand? Nein? Egal, wir machen einfach revive. Zwei Leute werden damit beschäftigt, kleinen Kuchen zu spammen und die anderen werden angreifen. Sounds like a plan, wenn ihr mich fragt. Come on, fire! Nur 1000 Damage. Und Freddle 1 ist tot, Freddle 2 ist tot. Egal. Nightmare Freddy ist ran und er haut. Und er haut. Und er haut. Okay, der Combo hat gut gezogen. Nicht gut genug, aber der hat noch ein Viertel. Oh, der Fight ist spannend. Ist eines der besten Fights in meinen Augen, die ich bisher hatte in diesem Game. Beziehungsweise in der ganzen Serie. So geil ist das Ding. Oh, hier so viele Tote. So, ein bisschen schneller, ein bisschen buffen. So, komm mal. Zack, 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 zack. Werden wir schneller als er sein? Tatsächlich sogar. Zack, 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 zack. Der Feig ist heavy. Das Poison haut gut rein. Das ist echt Gold wert. Aber ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Komm on. Full Attack. Full Attack. Ich hab fucking Purple Guy gebasht. Come on. Purple Guy ist fucking down. So viele Money. Fredbear ist Level 14. What? Got a massive HP MP Boost. Holy shit! Das war ein geiler Feind. Bisschen zu einfach, wenn ihr mich fragt. Echt zu einfach. Ich hatte mehr Respekt vor dem, als es eigentlich nötig war, aber. Home sweet home. Bin wieder zu Hause, wenn auch. Oh, der Farbfilter ist weg. Der Farbfilter von Balumbo ist weg. Ich wusste doch, die sieht ein bisschen anders aus, oder? I can see again. I still smell your stinky ass breath. Get the fuck away from me. Das ist der Dank, Leute, dafür, dass ich die gerade zum Leben erwacht habe. Wie auch immer. Dadurch, dass Purple Guy tot ist, ist sie wieder am Leben. Anscheinend. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Der will immer noch nichts. Danke auch. Mein Gott. So, wir haben hier die Glory. Wieso ist sie asiatisch? Aren't you a bunch of pretty fellas? Piss off. Warum sind die alle so feindlich? Wieso sind die alle so tierfeindlich? Ja, das ist aber ein bisschen verletzend. Ich meine, ich bin ein süßes Kuscheltier. Bisschen. Außer, dass ich Nightmare heiße. Wahrscheinlich aussehe wie ein verrottetes Etwas. Freddy! Fuck yes, du bist am Leben. Nun komm mit mir. Ich kann nicht. Das ist nicht mein Spiel. Ist doch legit, oder? Es ist nicht ihr Spiel, warum sollte die mitkommen? What the fuck cares? Oh, die sind alle am Leben. Was bringt uns das? Vielleicht kann ich jetzt die Party-Members. Wanna know a secret? I was never dead. Echt jetzt? Weil die sich die ganze Zeit bewegt hat. So, mein letzter Versuch, diese extra Party-Members hier zu kaufen. Wenn das nichts bringt, weiß ich auch nicht. Ich kann davon mehrere kaufen. Ich weiß nicht warum. Ah. Use it whenever you feel like it. She's overpowered as fuck. Seduce me now. Die will vergewaltigt werden? So macht man das. Okay. Da ist sie. Da ist sie. Die soll overpowered sein. Die ist scheiße. Seriously, die ist scheiße. Hätte ich die mal vorher gekauft. Ach nee, konnte ich gar nicht. Ich hatte nicht genug Geld. Die hat nur 80 Damage. Das ist so enttäuschend. Overpowered as fuck hieß es. Die Werbeanzeige hat gesagt, overpowered as fuck.
Wo ist das overpowered? Did someone order you a bitch? Fuck yes, you're alive. Jetzt ist es doch ihr Spiel geworden, bitch. Die sagt gar nichts. What? That's literally it. Gott, meine Party wird so riesig. Meine Schlange ist so groß geworden. That's what she said. Guckt euch das an. Wie so eine Snake-Schlange, wie bei so einem alten Handy-Game, wo man mit Snake rumgefahren hat. Oh Gott. Ich mach alle rein. Ich hau alle rein. Jetzt kommen Mängel noch dazu. Oh, das wird so riesig. Das wird riesig. Das wird ewig dauern, bis ich alle Commands durchgebe und die sind also fucking underpowered. Selbst fucking Springtrap. What? Das ist ridiculous. Das ist fucking ridiculous. Oh. Und jetzt Balloon Girl auch noch. Guckt euch diese Schlange an. Das ist abgefuckt. What? Was ist Balloon Girl für ein abgefucktes Ding? Das nenne ich overpowered. What the fuck ist das? Was ist mit diesem Spiel kaputt? Irgendwas stimmt doch nicht. Die hat so viel fucking HP. Die hat so viel... Was hat die an Skills? Okay, Balloon Pop. Ohne Skillpunkte. Ich hätte da nicht speichern sollen. Ich hätte da nicht speichern sollen. Fuck it. Guckt euch meine Karawane an. Was ich fast vergessen habe, ich wollte noch den Debug-Raum finden. Das jedes Freddy-Game hat bisher einen Debug-Raum. Ich habe mir eigentlich keine Mühe gegeben, den so aufzusuchen. Aber hier mache ich das mal. Bisher habe ich das Spiel ziemlich komplett gespielt. Man muss diesen Raum hier links, wo ich jetzt immer wieder reinrede, 100 Mal betreten. Und dann taucht da irgendwas Besonderes aus. Shadow Bunny. Und dann können wir irgendwas machen. Ich bin mal gespannt. Da ist er. Da ist er. Gott, das hat gedauert. What the... What the fuck? Oh, das ist ein abgefucktes Secret. Wir haben Shadow Bunny entdeckt. Guckt euch diesen Shit an. Erst Purple Guy, jetzt Shadow Bunny. Oh, das ist abgefuckt. Mal gucken, was passiert. Aha. Okay, jetzt ist ein Schalter im Nebenraum aufgetaucht. Why? Ich verstehe hier nichts mehr. Okay. Oh, Punching Time. Lass uns den Wichsern wieder mal warm machen. So müde. Arm wird schwach. Nicht genug. Fappt. Oh, wie viel noch? Wie viel noch? Erinnert mich an Case Clicker. Da muss ich auch immer irgendeinen scheiß Knopf drücken. Oh, vielleicht doch von der Seite? Guck mal, hier bewegt sich der Hebel. Da unten nicht. Puh. Es ist endlich passiert. Gott, oh. Oh, da wird er auch müde bei. Lass uns reingehen. Und wir passieren in der Cram Debug Room, sind wir angekommen. Aleph, wer bist du denn? Who the fuck is this? To party. Ist jetzt in der Party? Jesus Christ. This game is broken. This game is broken. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Level 80, totally. Ich bin sowieso overpowered as fuck hier. Ich habe eigentlich alles. Ich habe alles. Was ist das hier? Shadow Bunny. To the party. Wer ist das? Shadow Freddy. Na, wir auch. Phantom BB. Doch. Warum no? No und no. Okay, verlassen wir den Raum. Es wird mir ein bisschen zu viel da. Oh, das ist so. Das ist. Ich hab's kaputt gemacht. Der letzte Fight wird ein Shit. Allein hier, diese komische Frau hier muss attacken und JJ. Na gut, die hat nicht so viel Damage, aber egal. Ich hab keine Ahnung. Ich hab Nighty's Balloon Boy und die haben Swag als Waffe. Die haben Swag als Waffe. Guck dir diese Schlange an. Was war das? Are you ready for Jiffy? Hä? Das war doch meine Party-Member. Warum hat die jetzt einen Dialog gehabt? I don't know. Das Letzte, was uns übrig bleibt, ist Balloon Boy. So you finally arrive. Now come closer, tell you something really important. Holy shit, that shit geht ab. Balloon Boy Basher mit meiner overpowered Army. Oh, so, wir sind in der Falle gelandet. Da wollte er uns was ganz Wichtiges sagen. Er will den Puppetman kontrollieren und dass er dann für ihn arbeiten soll. Enragement Child, du Assport. Mutter. Ups. Das sind alles deine Jungs. Oh, das sind Puppet. Und. What? Da ist Plüschtrip. Du kleine Bitch, deswegen wollte er nie mit uns kämpfen. It's happening. Es endet alles hier.
Boah, das ist so episch hier. Warum würdest du das machen, zu viel? Der Plan ist fast fertig. Das sind dieselben Dialoge aus Fuck Teil 3. Yes, it is slap and push. If this plan works, it will become the biggest nightmare in the world of nightmares. Wir wollen den größten Nightmare schaffen, den es gibt. I mean, wir werden. Nun halt die Fresse und go on. Shit is getting real. Alright, as puppet. Was? Und so Balloon Boy und seine Minions wurden gefangen genommen und gegen die Nightmare Animatronics und Plushrap ist einen großen Haufen Scheiße. Ohne Nightmare Freddy und Co. The Nightmare World ist abgefuckt. Keiner kann sie retten. Nicht dieses Mal. Eine Stunde später? Balloon Boy's Lair. Yes, I fucking agree. Er hat sein Lair aufgebaut, nachdem die Kuras zerstört wurden. Kein Rumgeficke mehr. Nun ist es Zeit, die Objekte zu sammeln für das Ritual. Nur ein Ding fehlt noch. Lappin Plush, geh, hol das restliche Team und bring sie her. Wir müssen sie über den Plan reden für die... Der wird darüber nachdenken. Weil nein. Tu es jetzt oder ich werde dich häuten oder verbrennen und dann auf seinen Scheiß drin. Okay, Jesus Christ, calm the fuck down, Ursine. Meine ganze overpowered Party, die ich so lange gefarmt habe, ist nutzlos geworden, oder? Er wird nun endlich bekommen, was er will. In der Nightmare-Welt will er nun nicht mehr so sein, soll es nicht mehr so schlecht sein, wie er dachte. Er wird als Held, als Anführer gefeiert werden und 20-mal mächtiger werden als zuvor. Niemand kann ihn aufhalten von seinem Plan. Bald wird er die Macht haben. Er ist nicht mehr Balloon Boy. Nun ist er das Enragement Child. Er ist der wahre Albtraum. Der mächtigste Albtraum in der ganzen Existenz. Und er wird alle Minions zerstören und zum Verrotten dalassen. How dare that piece of shit betray us? I know he wasn't to be trusted. We will show him. We will show him. We need to free the other shit-smelling nightmare first. Wir müssen die anderen Nightmares verteidigen. And we need to avoid the guards. Ich habe das Game kaputt gemacht. Wahrscheinlich hätte ich jetzt hier als Plüschtrap, ich bin Plüschtrap, ne, rumlaufen sollen. Ohne die ganzen Kuras. Ja gut, die Kuras habe ich legal gekauft, ne? Hey, zeig nicht mit dem Finger auf mir. Nur die drei sind hier nutzlos. Die alle anderen sind legal erworben. Habe ich aus dem Kühlschrank gemacht. Yo, das war Akt 1. What the fuck? Ich hab's was komplett anderes erwartet. Ich dachte, da shit get real oder ein richtig fetter Falk. Nein, wir sind im Akt 2 mit Plüschtrap jetzt. Mit fucking Plüschtrap. Ja, klickt mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr die alten Folgen von Fuckboys, anderen Fangames von Five Nights at Freddy's und schaltet rein auf jeden Fall in die nächste Folge. Das wird episch. Gebt mir Flosse. Flop.